Ja, meine lieben Freunde des gepflegten Horrorspielens und Let's Play-Guckens. Ja, was soll ich groß sagen? Ich bin der Dave. Ich mache hier ein Let's Play von Dead Space 2. Ja, mal sehen, wie es so ankommt bei den Leuten und wie es bei mir so ankommt. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an. Einzelspieler. Neues Spiel, ja, das passt. Ja, ich spiele natürlich sofort auf Fun an. Du kannst nur überlegen, wenn du die Munition gesund hast, müssen wir einfach klingt ja schon so schwierig. Ja, ich nehme trotzdem mal normal, weil ich es will bin, Skill habe. Klar, ne? Oh, keine Ahnung, was muss ich denn sehen können? Regler bewegen, bis das Logo in der Bildschirmmitte kaum zu sehen ist. Okay. So, okay. Fortfahren. Das mache ich. Electronic Arts präsentiert eine Visceral Games Produktion. Dead Space 2 Trademark. Isaac, bist du da? Ja. Kommen, Isaac! Hallo. Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, Nehme ich nein, mich nein, schon wieder okay, mit. schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu.
Sie sind in verdammt großer Gefahr. Ja, in große Gefahr. Hallo. Der sieht aber freundlich aus. Ey, wir rennen. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, das ist übrigens blind. Ich weiß trotzdem, wo es lang geht. Oh nein, 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 geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, lustig. Ja. Moment, ich muss mal ein bisschen leiser machen. So. Ja, ich glaube, der ist tot, ne? Keine Ahnung. Wir speichern mal. Weil wir Pussy sind. Ich Pussy. Ja. So, dann. Ja, wir öffnen. Alles komm. Was? Oh. Oh. Oh, habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Verschlipp? Ja, da hat aber jemand Hunger. Naja, so. Direktor Zeitmann an alle Projektmitarbeiter. Die Hauptprobanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Zeitmann Ende. No SS. Wo muss ich denn? Treppe. Cool. Wir rennen mal. Bin ja sowieso schon fast tot. Geöffnet. Oh, Markermodell. Kann man das einsammeln? Ist das ein Sammlerpunkt? Ist das was zum Sammeln? Hallo? Nö. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. Ach so, man kann darüber. Oh. Erzählen Sie mir, was Sie heute gesehen haben. Intelligenzbolzen. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Also. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen. Die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Spiel. Nur ein Blitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie Sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie Sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe Sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss. Na ja, mach mal auf. Server? Cool. Oh! Hallo! Kommen Sie mal, wir sind hier. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt er hier.
Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist tot. Sie ist tot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Cool. Ja, ne? Schon auch gut. Da war sogar gerade Quietscheffekte an der Scheibe. Sehr realistisch, sehr realistisch. Geil. Wollen wir was mit dir machen? Okay. Mal auf. So, mach ich. Clark. Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Okay. Machen wir mal. Machen wir durch. Aufzug. By the way, ich werde immer bei einem Speicherpunkt einen Cut machen. Und dann halt schneiden. Und das werden wahrscheinlich 15 Minuten Fahrt werden. Wenn das klappt, ne? Also mal sehen, wie ich das dunkel regeln will. Hallo? Ist dunkel? Ah, cool. Ja. Die sehen alle ein bisschen tot aus, ne? Hier war wohl eine fette Party. Na du, schießt hier im Rollstuhl. Scheiße. Ja, ich sehe schon, was daraus wird, ey. Mein Puls ist hier gerade schon auf 180. Ich bin aber recht aufmerksam. Ich habe schon Rockstar-Intus. Intel? Intus? Intel? Speichern! Cool. Werde ich mal speichern und den ersten Cut fabrizieren. Ne? Viel Spaß.